Peter Mayer, Sie laufen am 25. Juni zum dritten Mal den Jakobsweg. Welchen Abschnitt des Jakobswegs werden Sie diesmal bestreiten? Ja, diesmal geht es los am 25. Juni in Le Puy. Ich werde die Via Podiensis laufen. Das ist also der Streckenabschnitt in Frankreich. Zielpunkt ist Saint-Gerbier-de-Port. Dann geht es 5 Tage über die Pyrenäen drüber. Da ist nun, glaube ich, der GR10 oder der GR11 ist. Der GR11 geht über Spanien und der GR10 wird über Frankreich laufen. Dann ist das Ziel Hendaye bzw. Irun und es geht weiter über den schönen Küstenweg im Norden von Spanien bis Santiago. Santiago geht es dann weiter, noch einen Abschnitt bis nach Finisterre, Muxa und dann rauf auf Ferrol und den englischen Pilgerweg runter wieder auf Santiago. Heuer sind es 71 Tage, Gehtage werden wir ungefähr so um die 68, 69 Tage sein. Es wird so im Schnitt, was ich mir vorgenommen habe, so 30, 35 Kilometer pro Tag. Insgesamt sind es rund so 2000 Kilometer. Was bewegt Sie, diesen Weg zu laufen und warum so oft? Sucht, Sehnsucht. 2010 war es Dankbarkeit, den Weg zum ersten Mal zu machen. Danke sagen für das, was man bisher machen hat dürfen im Leben. Jetzt ist es wirklich, kann man sagen, Sucht, Einklang mit der Natur, runterkommen, aber auch Motivation. Und es ist sehr viele Parallelen mit meinem beruflichen Alltag als Trainer. Man redet immer wieder von Motivation, Demotivation und all diese Faktoren hat man durch 1:1 auch am Weg. Sie werden auf der Reise oder während der Reise auf voll.at darüber bloggen. Auf wie viele Einträge darf man gespannt sein? Ich werde ungefähr so circa alle 3 Tage mich melden einmal vom Weg mit Fotos, mit kurzen Berichten. Das heißt so um die 20, 25 Einträgen während dieser Reise.